Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV. Ja, heute geht es um ein paar Veränderungen hier, um ein Paket und um eine Neuanschaffung. Viel Spaß beim Anschauen. Als erstes gehen wir auf den Anlagenteil von meiner Frau. Ja, ich habe ihr ehemaliges Sportgeschäft umgebaut. Ihr habt ja die Bilder vielleicht gesehen auf der Facebook-Seite oder auf Instagram. Ja, mich haben ja noch einige darauf hingewiesen, dass der Instagram-Account noch nicht verlinkt ist auf der Homepage. Das kommt noch. Dann könnt ihr uns da auch verfolgen, für die, wo nicht in Facebook sind. Aber zurück zum Thema. Ja, meine Frau arbeitet ja im Toys R Us und deswegen habe ich gedacht, ich überrasche sie mal und mache quasi ihren Laden hier. Schriftzug, der Joffrey, die Giraffe oben, also hier an diesen Querschildern. Na, wo haben wir es da? Und dann natürlich die Ladenausstattung, so wie es in etwa ist bei ihr. Auch auf dieser Seite. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja. Somit hat sie jetzt ihren aktuellen Arbeitsplatz hier auch auf ihrer Anlage. Wer schon etwas länger bei uns dabei ist, der kann sich vielleicht noch an dieses Gebäude erinnern. Das habe ich hier ja damals gebaut, als sie ihre Ausbildung gemacht hat. Und jetzt eben eine Erweiterung in diesem Bereich. Ja, und dann gab es ein Paket von unserem oder von unserem ja, MOBA-Kollegen bzw. Freund aus Leverkusen, dem Willi. Im Besuchervideo waren wir beim Willi mal zu Hause. Ja, mittlerweile ist das Gezeigte auf der Anlage schon wieder verworfen. Ja, ich habe immer gesagt, kaum war ich bei dir und habe mal ein bisschen gefilmt, was du machst, reißt er ab und baust neu. Aber naja, so ist das Leben. Auf jeden Fall kam ein schönes Paket. Und ja, das gibt uns jetzt wieder mehr Möglichkeiten zum Bauen. Denn hier sind lauter C-Gleise drin. Und das Schöne ist, ja, die Weichen haben Antriebe, Decoder und Weichenlaternen. Ja. Das sind lange, schlanke Weichen. Drei Stück. Hier die Verlängerungsstücke. Ja, ganz lange, normale. Und ja, wir sind höchst erfreut. Und was jetzt damit unter anderem passiert, das seht ihr dann in einem der folgenden Videos. Vielleicht kann es der eine oder andere ahnen, wir verraten aber bislang noch nichts. Ja, jetzt kommen wir noch zu unserer Neuanschaffung. Ich muss ja zunächst einmal was über Märklin sagen, beziehungsweise an Märklin richten, falls Sie das Video sehen irgendwie. Ich bin ja total enttäuscht von Märklin. Ich bin ja eigentlich eingefleischter Märklinist und ich bin auch im Märklin Insider Club. Aber das, was momentan Märklin an den Tag legt, das verstehe ich nicht. Ich habe letztes Jahr im April einen Waggon bestellt mit Sound für den Bauzug. Der sollte eigentlich im November rauskommen. Teil 1 des Sets kam im November. Teil 2, eben dieser Waggon mit Geräuschfunktionen, kam nicht. Ja, wir haben mittlerweile Mai, ein Jahr später, über ein Jahr später. Und mittlerweile habe ich jetzt herausgefunden, dass der Erscheinungstermin dieses Waggons verschoben wurde auf Sommer 2018. Also muss ich jetzt nochmal warten darauf. Und ich finde es eine Unverschämtheit von Märklin, dass zum Beispiel in der Schweiz dieser Waggon mittlerweile zu haben ist. Hier in Deutschland aber noch nicht. Und ich verstehe einfach diese Logik nicht, die Märklin an den Tag legt, um die Kunden hier in Deutschland, wo eigentlich der Sitz, der Hauptsitz ist von Märklin, zu vergraulen
und lieber in die Schweiz zu liefern. Also, das muss mir mal einer erklären, ja. Wenn man natürlich da anruft bei Märklin, dann wird man immer von A nach B nach C verwiesen, ja, und nicht in eine Warteschlange. Und letztendlich kann einem auch keiner was sagen. Und ja, auch auf den Messen oder auf den Börsen, wenn da Märklin-Vertreter sind, die sind genauso ratlos wie der Kunde selbst. Ich habe auch noch andere Waggons bestellt bei Märklin, die kommen auch nicht. Und das System, das Märklin an den Tag legt mittlerweile, ja, ich verstehe es nicht. Gut. Ändern wird es wahrscheinlich eh nichts. Wer auf dem hohen Ross sitzt, muss nur warten, bis er runterfällt. Und wenn wir uns daran erinnern, dass Märklin einmal bankrott war, ich denke, wenn sie die Kunden so weiter verkrault, dann sind wir bald wieder an diesem Punkt angelangt. Aber naja. Folglich ist natürlich jetzt passiert, was passieren musste. Man geht auch als Märklinist zu anderen Herstellern. Und dieses Mal war ich bei einem Hersteller, ihr werdet ihn gleich sehen, habe gestern, ja, bestellt bei meinem MOBA-Händler gegen 12, halb eins. Und heute um 14 Uhr war die Ware da. Muss man sich mal an den Kopf langen. Bei Märklin warte ich jetzt schon über ein Jahr auf ein Modell. Und hier innerhalb von einem Tag. Ja, mein Modellbauhauer hat natürlich dann mir einen super Preis gemacht. Und wir spannen euch jetzt nicht länger auf die Folter und werden das gelbe Tuch wegschieben. Und dann werdet ihr natürlich schon sehen, dass wir diesmal bei Viessmann eingekauft haben. Wie gesagt, ein Tag schwupp ist da. Und es ist ein schönes Modell, ein Funktionsmodell. Und wir werden das jetzt bei uns einlesen in die Sandal Station 2. Und dann werden wir schauen. Übrigens, ja, immer wenn ich filme, kommen die ganzen Nachrichten. Übrigens muss ich sagen, der Artikel mit der Nummer 2696, 2696 kursiert überall auf den Plattformen mit 26096. Und als ich mit Fissmann telefoniert habe, war der irritiert, warum ich auf eine fünfstellige Zahl komme. Und er hat dann gemeint, die 2696, das ist die richtige Nummer für diesen Artikel. Ich weiß nicht, warum fast jeder Herr Verkäufer im Internet oder so, ne, die falsche Nummer hat. Deswegen war ich mir unsicher und habe es über meinen MOBA-Händler dann doch geholt, was mir natürlich dementsprechend preisliche Vorteile gebracht hat. Und diesen Schienenstopfexpress von, also mit der Firma Blaser und Theurer, den werden wir jetzt ausprobieren. Es gibt ja auch noch das Modell, das mittlerweile vergriffen ist, wo dieses grüne Element blau ist und hier oben steht dann Leonhard Weiß, Staufen Express oder so. Aber dieser Artikel 2696 ist noch zu haben. Gut, dann gehen wir mal in die Anlage und schauen, was das Modell alles kann. Bis gleich. Ja, jetzt haben wir ihn ausgepackt. Bedienungsanleitung. Und so ist er jetzt drin. Ein sehr komplexes Funktionsbauteil, schreibt Fissmann. Und man darf nirgends rumbasteln, sonst Garantie weg. Ja, aber da muss man erst mal gucken, ob man den so rauskriegt. Und hier sehe ich schon einen Defekt. Mal schauen, ob der richtig ist, sonst geht er gerade wieder zurück. Ja, jetzt haben wir ihn aufgleist. Und er ist hier ja schon drin. Wir haben jetzt ein Icon angefertigt von ihm.
Ja, hat die Funktion F1, 2, 3, 4 hier nur. In der Beschreibung stehen zwar mehr F drin, aber naja. Was ich gut finde, hier ist schon ein Arbeiter drin, Lokführer. Ja. Und so ist jetzt die Ausgangsstellung zum Fahren. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, ob er fährt. Wir machen jetzt mal Spitzensignal an. Ja, man kann wechseln zwischen zwei roten. Moment, ich mache mal die Lampe aus kurz. So, da sieht man es besser. Zwei rote als Schluss und in Fahrtrichtung drei weiße. So. Das Licht wieder an, dass man es besser sieht. Ja, und dann probieren wir mal zu fahren. Ne, wir machen jetzt mal den Sound an mit F1. Und jetzt fahren wir mal ein Stück. Und dann kommen wir mal zum Wesentlichen des Bauteils. Unter F2 kommt natürlich noch das Signalhorn. Unter F3 gehen die Warnleuchten auf dem Dach an und Warnblinker. Hier gehen die Warnblinker an und eben auf dem Dach die Signalleuchten. Und wenn wir jetzt ein bisschen zufahren und F4 drücken, dann arbeitet er. Und wenn man wieder F4 drückt, dann hört der Arbeitsmodus auf und er geht automatisch immer in die Position zurück. Also selbst wenn er da vorne war, ja, er geht wieder in die Position zurück. So, dann machen wir mal das Licht wieder aus. Sound aus. Ja, ich bin jetzt so, was ich gesehen habe, zufrieden. Auch wenn es mal nicht ein Märklin-Modell ist. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch was bringen oder ob es das schon war. Ich muss noch einige Sachen programmieren dran und dann melde ich mich nochmal. Ja, da bin ich nochmal. So, also man kann die Icons hier ja ändern und zwei ist ja das Horn. Dann geht man jetzt, muss mal gucken, ob ich sehe. Moment, ich komme hier rüber. Dann kann man hier drauf gehen und dann kommen hier die Funktionen, wo es gibt. Und dann gucken wir mal, wo das Horn ist. Da. Und dann hat man dieses Icon hier. Und wenn ich dann auf Übernehmen gehe, dann habe ich jetzt hier schon das Icon. So, jetzt müssen wir hier ins Blinklichtmenü rein. Mal gucken, was wir da für eine Option haben. Vielleicht gibt es ja so eine Art Icon, wo ein bisschen auf die Funktion eingeht. Blinklicht gibt es wohl nicht so. Dann nehmen wir eben das da. Das gefällt mir jetzt als Blinklicht.
Und ich habe auch schon eins gefunden für den Antrieb. Das hat mir gerade gut gefallen, wo ich gesehen habe. Mal gucken, ob ich es finde. So, das da ist jetzt mein Arbeitsantrieb. So, jetzt müssen wir aber nur noch hier gucken, nochmal ins Horn rein, weil das soll eine Zeitfunktion sein. Und zwar machen wir 3 Sekunden, machen wir einen Test. Okay, es steht hier ein bisschen krumm. Nochmal ein Test. Irgendwas geht nicht, Moment. Also das geht wohl nur mit Motor an. Jetzt probieren wir es nochmal zu testen. Perfekte Länge. Jawohl, das funktioniert und muss da dann Geschwindigkeit drauf machen. Und da fährt er schon runter. So, da sind wir wieder. Ja, man sollte halt schauen, wo die beiden Antriebsräder sind. Und die sind auf dieser Seite. Also, da ja auf dieser Seite der Schleifer ist, ja, fährt der Zug natürlich los, wenn die Antriebsseite ist. So, jetzt probieren wir das nochmal. Blinklicht an. So, und Action. Jetzt zeige ich euch auch mal, was ich gemeint habe. Wenn er hinten ist, fährt er immer in die Ausgangsposition nach vorne. Ja. Und wir zeigen euch nochmal den Warnblinker. Also ein wunderschönes Modell. Ja, liebe Freunde von Modelleisenbahn Träume TV, das war's schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir persönlich gefällt dieser Stupfexpress unheimlich, vor allen Dingen die Funktion ist geil. Und ich bin mal gespannt, wann er das erste Mal dann im Einsatz irgendwo auftaucht bei den Fahrtagen. Ja, sind wir mal gespannt. Einige Zubehörteile sind noch dabei, aber die lassen wir dran. Nicht dran, also machen wir nicht dran, so gesehen. Denn, ja, brauchen wir nicht alles, fliegt eh alles nur rum, wenn es irgendwo hängen bleibt und das wäre doch zu schade. Ja, in diesem Sinn wünsche ich euch alles Gute. Ja, hier im wunderschönen Bad Dürheim ist natürlich bombastisches Wetter und ich hoffe bei euch auch und verbleibe wie immer mit Grüßen oder mit viele Grüße, euer Markus und tschüss.